ersten 4 Jahre davon ist überhaupt nichts mit ihr passiert, außer dass ich sie gegossen und gedüngt habe. Der Grund dafür war, dass sie sehr schwach war, ungesund aussehendes grün-gelbliches Laub hatte, ganz kurze Nadeln, maximal 1 cm lang, und man konnte weder an Knospen noch an Nadeln auch nur den geringsten Zuwachs erkennen. Dieser Zustand hielt sich über 3 volle Jahre. Das heißt, 3 Jahre keine sich öffnende Knospe, keine neue Nadel. Der Baum wurde in dieser Zeit extrem viel über Grün gegossen und gedüngt und es wurde darauf geachtet, dass der Wurzelball nicht zu nass gehalten wurde. Nach 4 Jahren hat mir der Baum endlich letztes Jahr gezeigt, dass da noch Leben in ihm steckt. Man sieht es hier, inzwischen hat er ein schönes, sattes, kräftiges Grün. Er hat auch wieder recht lange Nadeln. Das ganze Grün hängt an einem einzigen Ast, diesem hier. Aber es ist genug, um mit der Gestaltung anzufangen. Der Baum wurde inzwischen in eine Anzuchtschale gesetzt. Dabei wurde ganz leicht die Stellung verändert. Das heißt, er wurde etwas nach vorne gekippt und auch leicht hier aufgerichtet. Die Vorderseite ist noch nicht ganz ideal. Nachdem auch an den Wurzelballen nichts gemacht wurde, außer ein Stück umgesetzt, wird das erst in 2 Jahren beim richtigen Umtopfen korrigiert werden. Der Baum hat einen schönen breiten Ansatz. Man kann dort auch schon alte Totholzbereiche sehen. Das lässt sich hier sicher ein schönes Schari ausarbeiten. Geht in einer schönen Bewegung weiter zu einem interessant geformten Gin, der wird auch in dieser Art erhalten bleiben. Anschließend macht der Stamm eine Biegung nach unten und vorne und wir kommen zu einem nicht ganz idealen Bereich, nämlich zu dem einzigen lebenden Ast. Dieser hat genau eine gegenförmige Bewegung zu dem Hauptstamm, was sich aber hier am Ansatz schlecht ändern lässt. Deshalb werde ich später versuchen, den Ast zu bandagieren und ihm in diesem Bereich mehr Biegung zu verleihen, damit der ganze Grünbereich in Bewegungsrichtung der Kaskade als Verlängerung weiterlaufen kann. Die erste Arbeit wird jetzt sein, das Totholz herzurichten. Chips werden sauber gemacht, Schales werden angelegt, das Totholz gebürstet und Strukturen herausgearbeitet. Hier habe ich einen Ast in der Innenbiegung, der stört meinen optischen Verlauf, also raus damit. Der Stamm läuft hier in einen unschönen Stumpen aus, der noch dazu in die verkehrte Richtung geht. Außerdem habe ich hier keine ordentliche Verjüngung. Das werde ich jetzt ändern, indem ich diesen Bereich abnehme und mit Hilfe eines Schales, wenn es sich hier vorne umlegen werde, den ganzen Bereich optisch schöner zu gestalten. Thank you.
Erstgestaltung ist jetzt mal beendet. Der Baum hat sich gut verändert, angefangen mit den Chin- und Schale-Bereichen. Totholz wird später noch etwas gebleicht werden. Von der Bewegung her hatten wir hier ursprünglich einen langen, recht hohen Chin. Der hätte die ganze Bewegung zersplittert und gestört. Das heißt, er wurde hier gebrochen und nach hinten abgespannt. Es ist zwar schon recht altes Holz, aber dadurch, dass es hier angefeuchtet wurde, wird er auch mit der Zeit mit dem Trocknen die Stellung behalten. Im weiteren Verlauf kann man sehen, die Krone sitzt jetzt vor dem Stamm. Damit wird es optisch etwas unterbrochen und etwas langweilige Teile sind verschiebt. Was man jetzt hier nicht sehen kann durch diese Bandage, ist der Schalebereich, der hier anfängt und vorne herumgeht. Dadurch wird dieser Teil später nicht mehr so klobig und die Verjüngung kommt besser zum Vorschein. Auch die Bewegung wird man schöner sehen, wenn die Bandage wieder abgemacht ist. Vom Grünbereich her wird die ganze Krone jetzt noch etwas zu großvolumig. Das kommt daher, es sind sehr lange Äste, wo noch fehlende Rückknospung ist. Je weiter die fortschreitet, umso kürzer kann ich dann hier die Spitzen zurücknehmen. Da gibt es auch wieder optisch ein besseres Bild. Die einzelnen Etagen werden sich auch mit der Zeit verbessern. Auch die Negativräume werden besser zum Vorschein kommen. Wenn die Rückknospung auch hier stattfindet und in demselben Zug vorne dann die Spitzen etwas gekürzt werden können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zum Abschluss nochmal eine Rundumansicht. Thank you.